Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, wenn Drake langweilig ist, weil er auf Mana wartet, kommt er auf blöde Ideen und die werde ich euch gleich zeigen. Für mich, also ich habe jetzt immer wieder was zu tun, wenn ich auf was warte. Das ist schön. Das wird sich aber für euch bedeuten, es wird sich einiges ändern auf der Karte. Sonst nicht. Wir laufen mal nach vorne. Man sieht jetzt hier schon, ich habe hier schon den ersten Pfosten, der nach unten geht. Es wird heißen. Es wird von diesen ganzen Mods, die wo hier momentan aufgestellt sind, wird sich auch einiges ändern. Das heißt zum Beispiel, die Lava-Produktion wird nach vorne wandern. Das heißt auch die ganzen Smelteries werden nach vorne wandern, weil irgendwann, wenn ja die Smelteries das übernehmen, die werden dann sozusagen jetzt dann hier irgendwann Lückenfüller werden. Das hier wird sich alles ändern, denn ich gehe mal, nein, oder? Ja doch, wir gehen hier hoch, denn das Treppenhaus hat sich schon ein bisschen hier verändert. Das hat sich sogar so verändert, dass ich gar nicht mehr rauskomme. Muss ich doch drüben raus. Guck mal her. Hier sieht man auch schon, hier fehlt auch schon ein bisschen was. Also, jetzt habe ich mittlerweile einen Zweierweg. Ich gehe mal schnell nach unten. Ich schaue mal schnell, ob ich noch schwarzes Konkret habe. Jawohl, habe ich. Denn, wie ihr ja wisst, ich habe die ganze Zeit immer gesagt, ich würde gerne sozusagen den Bereich haben, wo ich meine Trophäen aufstelle. Der, wo es aufmerksam war, hat die Trophäen auch schon gesehen. Und zwar, ich gehe jetzt hin und baue sozusagen meinen Bereich komplett um. Und zwar auf zweispurig. Weil erstens regt mich das auf, dass ich durch die Türen sowieso nicht reinkomme. Zweitens, ja, wie gesagt, ich hatte Zeit beim Mana warten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ändere ich jetzt. Das wird auf jeden Fall alles so ähnlich beibehalten, wie ich es vorhatte. Es wird einen Bereich geben. Hua, super, bin ich wieder runter. Komm, geh mal dahin. Danke, dass ich wieder rauskomme. So, es wird einen Bereich geben, der mit Mobs zu tun hat. Das wird hier sein. Es wird einen Bereich geben, Lager und Maschinerie. Das wird hier sein. Beziehungsweise Maschinerie wird weiter nach hinten verrückt. Dann gehen wir mal schnell durch, bevor wir uns das Gebilde hier angucken. Dann gibt es hier den Bereich Nahrung. Nahrung und also die ganzen Crops. Die Bäumchen werden auch hier mit sein. Dann Magic ist dann hier hinten. So, es gibt dann auch sozusagen jetzt dann neue Farben. Ja, wir bringen ein bisschen Farbe rein. Und zwar grün wird beibehalten für diesen Bereich, ist dann halt ein bisschen, soll halt die Natur sozusagen halt zeigen. Dann haben wir neue Farbe hier, lila. Lila ist dann die Magie. Warum, dass ich da an Zaumkraft denke, weiß ich nicht. Dann haben wir hier blau. Blau ist dann mehr für Mobs und so weiter. Und dann haben wir noch schwarz. Das wird dann sein für die Factory. Genau. So, dann schauen wir mal den Innenraum an. Ihr seht, es ist ein bisschen größer geworden. Es ist ein bisschen ein größeres Durcheinander geworden. Wir haben sozusagen jetzt hier unsere Umzugskartons stehen. Da schmeiße ich auch gerade alles rein. Und zwar querbeet. Das ist mir momentan relativ. Weil ich möchte das Zeug einfach nur weghaben. Ich sollte vielleicht aber trotzdem auch das Zeug finden. Ah, das ist hier. Sehr schön. Okay. Also, man sieht jetzt sozusagen, ich habe jetzt hier mir aufgestellt ein paar Armor Stands. Ich habe das beibehalten. Ich habe hier Steinchen hingemacht. Das heißt, ich kriege jetzt 2, 4, 6, 8, 9 Trophäen auf eine Seite. Das heißt, ich habe jetzt hier noch Platz für eine.
Muss mal schnell gucken. Questbook. Ja, das heißt noch eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Trophäen brauchen wir insgesamt, bis wir alles freigeschaltet haben. Das heißt, zwei Trophäen kommen dann noch in einen Bereich oder es kommt was in die Mitte. Also wie gesagt, das wird jetzt alles peu à peu abgerupft und sauber aufgeräumt. Also hier drin werden nicht mehr viele Kisten stehen. Das ist jetzt nur noch mein zentraler Bereich, den ich weiß, okay, alles klar, von da aus geht jetzt dann meine gesamte Map los. So, es ist ein bisschen größer geworden. Ich habe ein Glas reingebaut, ich habe ein Holz reingebaut, was ich jetzt auch gleich noch machen werde, bevor wir uns das Ding von außen und noch den zweiten Bereich anschauen. Ich brauche davon 12. Ich kriege da ein paar Türen raus, weil ich habe jetzt auch für mich selber gesagt, hier kommen Türen rein. Die Türen können wir ja offen lassen. Aber die können wir halt auch schön schließen. Vor allem, wenn dann irgendwelche Mobs hier rumrennen. Dass ich ja sozusagen jetzt dann auch damit ein bisschen umgehen will. Dass die halt nicht mehr hier rumrennen können. Oder rumrennen schon, aber... Oder eigentlich nicht. Stimmt. So. Okay. Also, ne? Das heißt, wir haben jetzt dann hier noch den Bereich, dann den, dann wie gesagt, das wird alles wegkommen. Das ist jetzt sozusagen mein Trophäenraum. Ich kriege hier noch andere Trophäen. Die Mob-Trophäen, also die Trophäen für die Mobs. Die werden aber bei den Mobs dann dort stehen. Das heißt, meine Farm wird dann da hinten ein bisschen so gebaut, dass ich dann meine Mobs halt auch machen kann. So, genau. Und so sind wir in einem neuen Bereich, denn hier ist ab jetzt meine Wohnung. Ich habe hier sozusagen ein Doppelbett. Ich habe hier zwei Nachttische und ich kann hier oben meine Werkzeuge oder meine sonstigen Sachen irgendwo hinschmeißen, wenn ich nicht mehr weiß, was ich mache. Oder, ja, okay, das weiß ich meistens nicht. Aber ich kann hier halt mein Zeug hier aufräumen. Ich kann hier mir dann noch irgendwann Essenstische hinmachen. Und. Also, das ist jetzt halt dann der Bereich. Hier oben habe ich noch eine kleine Beleuchtung mit Glowstone. Das ist halt passiert, wenn man halt drauf wartet auf Mana. Dann komme ich auf solche Ideen. Ich weiß, ist ganz schlimm bei mir. Ich und umbauen, das ist Standard. Wenn ich das nicht mache, bin ich. So, aber ich finde, schaut ganz gut aus. Ich habe schon gesagt, es wäre noch cool, wenn es so einen Multiblock von Feral geben würde. Von denen werden auch mehrere noch gebaut, denn ich möchte gerne, dass ich dann von diesen Anti-Barrel spezifisch welche habe. Zum Beispiel welche mit Waffen, welche mit Rüstung, welche mit Werkzeugen, welche mit Schallplatten, welche mit Büchern. Vielleicht bleiben die dann sogar hier, aber ich bezweifle es. So, wir gehen mal nach oben und in unser Hire. So, und jetzt schauen wir auf unsere schöne Map, die sich jetzt halt dann komplett irgendwann verändern wird. Ja. So, jetzt werden einige sagen, ja, warum baust du dann eigentlich noch Treppen? Weil ich habe halt auch hier die Möglichkeit, auf jeden Fall schon mal auf der Seite auch hier nach unten zu gehen. Ganz einfach, dass ich eine Schnellreisemethode nach unten habe. Das wird jetzt dann auch durch jedes Stockwerk ziehen. Das heißt, in jedem Stockwerk wird auch dann irgendwann so ein Raum entstehen. Das kann dann natürlich auch sein, dass da dann die Kisten wohnen. Das kann ich nicht ausschließen. Ja, aber wie gesagt, ihr seht gerade, und das hier auf dieser Seite, das ist dann sozusagen jetzt dann das komplette Konzept. Ich habe schon gesagt, vielleicht mache ich es dann noch so, dass dann hier noch Wasser rausläuft. Und ich sehe das immer mehr.
Das habe ich falsch gemacht. Ja, ich habe dann nämlich aus Versehen wieder abgerissen, was ich eigentlich nicht machen wollte. So, bist da drin, genau. So, dann Leiter. Das ist natürlich nicht gut. Auch nicht gut. So. Dann machen wir es halt so. Bin noch beim Überlegen, ob ich das so lasse oder ob ich das dann auch in der Optik mache. Können wir mal schreiben, was schaut besser aus? Und das da? Also, Moment. Was sieht man es besser? Also so. Ja, dass das sozusagen einmal in die Richtung geht. Und dann oder komplett nach oben. Schreibt es mir mal in die Kommentare, dann kann ich das mal komplett abändern. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. So, genau. Die Rüstungen, wie gesagt, die sind jetzt alle hier. Es werden natürlich noch mehr Rüstungen sein, weil ich habe alleine mal die Schuhe eingegeben. Da ist einem ganz anders geworden. Und ich weiß, es gibt eine Robe für, es gibt auf jeden Fall, ich glaube schon mal zwei oder drei Rüstungen Botania. Es gibt auf jeden Fall, ich glaube Blood Magic hat eine. Dann hat Draconia hat eine. Dann hat, oder zwei. Dann habe ich Ender auch hat welche und. Also es gibt so viele. Ich habe schon gesagt, wenn ich dann den jeweiligen Bereich habe und es gibt dann schöne Rüstungen und ich habe einfach mal Lust, welche zu bauen, dann werden die einfach mit davor stehen. So. Jetzt hat der Drake alles Mögliche gezeigt. Aber er möchte ja eigentlich weitermachen. Wir machen hier keinen. Wir machen mitbauen, aber hauptsächlich nicht bauen, sondern. Genau. Dann habe ich mir den Smart Output angeguckt, was ich ja versprochen habe. Da brauche ich jetzt schon mal wieder Groot. Das heißt, ich brauche Sand, ich brauche Gravel und ich brauche Clay. Davon hole ich mir mal jetzt. 8. Echt ein Stück. Okay, also das heißt, ich brauche jetzt vom Clay brauche ich 4. Dann brauche ich vom Gravel 8 und vom Sand 8. So, und dann kommst du da rein, da raus. So. Wenn ich dich jetzt in die Schmelze packe, da bekomme ich ein Ingot raus. Aus einem. Ist aber hier, glaube ich, genauso, ne? Ja. Ja. Kann mal wieder zählen. Ja, ich kann zählen. Aber ich kann nicht rechnen. So rum. So. Jetzt stimmt's. Ich brauche ein bisschen Kohle. Kommst du erst mal da rein. So. Hähnchen kommt raus. Hähnchen kommt raus. Und das kommt erst jetzt mal da hinten rein. Danke. Dann lasse ich jetzt das mal schnell laufen, weil ich brauche nämlich als nächstes. Das ist nämlich Tinker.io, was wir hier haben. Ich brauche jetzt als nächstes das Bassin Upgrade. Und zwar, das ist ein Upgrade-Slot Nummer 4. Das heißt, Base Upgrades brauchen wir. Und das ist Lapis, ein Papier. Habe ich noch Papier da? Jawohl, habe ich. Dann hätte ich mal gesagt, brauchen wir davon 4. Aluminium oder Blei.
Muss mal gucken, was ich mehr habe. Ich habe noch 16 Stacks Aluminium und 19 Stacks Blei. Dann nehme ich das mit. So, 8 Stück. Und Lapis, also wenn ich was habe, ist es mittlerweile Lapis. Sagt der und Lapis war zu Ende, aber ich habe ja noch weiteres Lapis. Ich habe ja das Zeug auch noch hier. So, dann heißt es jetzt für mich, wir gehen jetzt hier hin. Ich bin ja froh, dass ich sage, ich brauche 4 und nimm nur Papier mit für 3 und jetzt für 5. Hey Drake, das war super. Okay, also dann brauchen wir Slot Upgrade 1. Das ist Kupfer, Eisen und Aluminium. Das habe ich jetzt eigentlich 4 Stück gebaut, weil ich es kann, oder? Genau. Eins hat gereicht. Nein, wir brauchen... Ich will ja auch noch eventuell von denen da was dann bauen. Müssen wir mal gucken. So. Das heißt jetzt, ich brauche auf jeden Fall, für den ersten brauche ich Kupfer. Davon habe ich jetzt 4 einstecken. Für den nächsten brauche ich Aluminium und Eisen. Eisen habe ich schon einstecken. Aluminium jetzt auch. Dann brauche ich für den dritten... brauche ich Gold und Night Slime Nuggets. Yay! Das heißt, ich werde den mir so schnell gar nicht bauen können, oder? Vanillin ist kein Problem. Night Slime. Night Slime, Night Slime, Night Slime. Kann man den sich erleuchten? Das ist Liquid Purple Slime. Und Molten Iron und Liquid Purple Slime kriege ich wie her? Ja, nimm den da. Aber einer wird ein bisschen wenig sein. Millibuckets. Ich kriege ich wie? Müsst ihr auch mal das Zeug anbauen. So, okay. Wir machen es nochmal. 125 zu 72. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal... Also als erstes muss ich mal einen Blockmacher ausschalten. Oh, den habe ich schon ausgeschaltet. Sehr schön. Dann heißt es jetzt davon einen und davon einen. So, wir haben jetzt davon 250. Was brauche ich jetzt? Einzelne Nugget. Bin ich jetzt hell? Ich habe den Serious Stone nicht gesehen. Clever. So. Das ist ein Ingot. Schau ich einfach, ob das so funktioniert. Ich brauche auf jeden Fall demnächst eine komplette... Funktioniert super, ne? Auch mit Lücke.
Vor allem, was jetzt für mich in der 1.12 sozusagen geändert wurde, das ist jetzt auch eine Treppe. Finde ich super. So, schauen wir mal. Na, Steinchen, mach mal hinne. So, Slot Upgrade, dafür brauche ich Manillen. Das müsste ich noch hinten haben. Bei Arno Nuggets. Wir machen jetzt sozusagen gleich das nächste Alloy. Oder auch nicht. Millibuckets. 125, 72. Liquid Purple Slime. Hab ich. Das sind 144, das sind auch meiner Meinung nach 145. Oder 144. So, wir tun das Blut wieder nach unten. Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. Molten Iron, Liquid Purple Slime und Seared Stone. Seared Stone, Liquid Purple Slime, Molten Iron. Ich habe irgendwas mit der Menge verkassemaduddelt. Aber ich bin der Meinung, dass das, dass einer 125 Millibuckets sind. Ja, und jetzt hat es geändert. Sehr schön. Molten Night Slime. 4 Nuggets habe ich rausbekommen. Das heißt, ich brauche mehr von den Kabel. Dann kann der nämlich auch laufen. Ja, weil ich habe mir nämlich gedacht, das ist nämlich nicht schlecht, wenn ich hier sowieso dann jetzt mal den ganzen Bereich aufbaue für Lagerung und Maschinerie, dass ich sage, okay, ich baue halt auch hier diese Schmelzen dann hier rein. Den muss ich ja ziemlich lang hier lassen, wie ich am Öl. Apropos den da lassen und Öl, ich brauche noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ich habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar mit Stahl und Redstone baue ich mir das Basic Universalkabel. Das mache ich gleich nochmal. So, das heißt, ich habe jetzt schon mal das. Jetzt muss ich mal schnell gucken, ob der Hammer vielleicht auch super... Naja, bei dem Zeug nicht. Ich brauche mal schnell, habe ich noch Eisen einstecken? Ja, ne? Ich weiß ja, dass dann Eimer auch geht. Ich brauche Stahl. Müsste jetzt die nächste Pipe mit haben, genau, die Basic Mechanical Pipe. So, wenn ich jetzt dann... Unos Momentos, ich brauche noch einen Tank zum Testen. Ich merke schon, ich habe total viele Tanks einstecken, nämlich 0. Ja, ich hätte den von Factory Tech. Aber ich glaube, der da hinten ist leer. Ja. Ich will nur wissen, ob das geht. Ich vermute, dass ich mein Tool brauche. Mein Tool, an das Tool werde ich, glaube ich, noch so schnell noch nicht rankommen, oder? So, zack, zack. Okay, das schaut jetzt auch anders aus. Wenn ich jetzt diesen Hammer nehme, kann ich das? Nein, kann ich nicht. Also ich brauche immer noch das Tool von Mechanism. Sollte ich mal schauen, vielleicht kriegen wir es hin. Weil ich habe ja, doch, ich habe eigentlich die Hauptmaschinen, habe ich. So, wir gucken mal, haben wir jetzt ein Ingot? Jawohl, haben wir. So, dann habe ich hier jetzt das Casing drin. Ja, das läuft jetzt hier raus.
Hier rein. Effekt. Ja, natürlich, ich habe Blut drin. Ich honk. Aber hat auch noch einen Vorteil. Ich habe jetzt Blut drin, will ich nicht. Jetzt muss ich Shift drücken. Jetzt habe ich den Button angelockt und jetzt ist das Blut draußen. Ich finde das geil. So, zack, ist drin, ist drum, ist fertig. Und hier habe ich meine 64 Ingots. Da wollen wir nämlich auch noch hinkommen. Night Slime haben wir auch. Sehr schön. Und wir gehen auch gleich in die Quest rein. Detect, dass das auch weg ist. Ja, bei diesen Einserwegen, das nervt. So, dann haben wir Night Slime. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Platz. Da kommt nichts hin, aber das kommt dahin. So, davon brauche ich jetzt 4 Stück. Und Manillin war auch noch eins. Das war... Hier. Brauchen wir auch 4 Stück. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich genügend von dem Zeug auch habe. So, aber ich gehe nochmal schnell nach vorne. Denn das Bassin da hinten, das brauche ich dann nicht mehr. Das reicht dann, wenn ich nur noch einen Ausfluss habe. Muss ja nicht umsonst bauen. Nee. Plötzlich. Wenn ich schon so einen coolen Mod drin habe, dann wird er auch verwendet. So, habe ich hier noch was zum Craften? Nein. Also gehen wir hier hin. Das heißt, ich brauche jetzt das da. 1, 2, 3. Dann habe ich schon mal das. Mein Problem ist jetzt, dass ich noch Obsidian brauche. Das heißt, ich muss jetzt hier mal Blaze Powder mitnehmen. Da machen wir mal schnell Lava draus. Wenn es noch geht. Also bei mir habe ich da voll die Bugs drin. Klasse. Und ich habe jetzt auch hier bestimmt zu wenig Lava drin. Da sind es noch 800, da sind es noch 400. Ich bin begeistert. So, und dann soll er die jetzt aufbauen. Am besten habe ich nur vergessen, den auszuschalten. Dann weiß ich auch, warum das die Lava weg ist. Aber ich normalerweise bin ich der Meinung, ich habe ihn ausgemacht. So. Dass ich warten muss, das kennt man ja. Ich kann es zwar auch probieren, ob ich hinten aus den Tüten was rauskriege. Ja, ich brauche. So, haben wir schon die ersten 1000. Ich will mal rein. Ich hoffe, dass der jetzt heiß wird da vorne, weil dann macht der nämlich jetzt die restliche Lava. Ja, schaut gut aus. Und dann habe ich hier nochmal eine extra Lava. Jawohl, und der Tank füllt sich. 1. Zwei. So, dann heißt es jetzt, ich gehe da rein, da habe ich einen Bierleiser, den was ich wegmachen kann. Und
Den da tun wir auch weg und den Back kann ich auch wegtun. Dann habe ich sogar jetzt noch einen Platz frei. So, dann gehe ich mal zurück, weil ich kann da die Energie ausschalten. Wie gesagt, die Lava ist die ganze Zeit da. Und dann, sobald ich mich auslogge oder einen Timeout kriege, das ist ja das meistens das Schöne, weil ich kriege ja dann einen Timeout. Und dann hat man halt die Freude, dass dann halt, ja. So, dann brauche ich jetzt feste Lava, weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich könnte es ja eigentlich auch über den Weg oben machen, dass ich den einfach als Hitze wieder für unter die Maschine stelle. Was mir eingefallen ist, Moment mal, das ist doch ein Schmachsinn, weil ich komme doch da sowieso nicht schneller ran. So, habe ich irgendwas einstecken von einem Block? Ja, genau. Okay. Gar nicht weird. Aber das ist das, was ich jetzt einstecken habe. So, wir haben 4 Stück. Das haben wir auch. Und wie gesagt, mein zweites Bettchen habe ich hier noch da. Das wird dann auch immer so sein, dass ich dann irgendwann eine Schaltzentrale habe, wo ich dann auch noch ein Bett drin habe. Also, dann machen wir jetzt dann hier weiter. Das heißt jetzt, ich habe jetzt das da. Dann heißt es jetzt, du kommst da rein. Dann haben wir dich. Dann kommst du da rein, dann haben wir dich. Ich hoffe gerade, dass ich die nicht machen musste. Ich hab die 4 Gold vergessen. Yay! Weil ich habe mir ja nicht raus, oder? Doch, ich habe ihn nur in der Hand gehabt, aber in der Hand, glaube ich, zählt er nicht. So, dann habe ich das Gold. Und die 4 Diamanten habe ich auch nicht. Ich habe nur das Zeug für die Ecken. Das andere habe ich mir gedacht, lass es mal weg. Braucht man nicht. So, dann kann ich nämlich auch noch erklären, für was die vor allem auch da sind. So, und den macht es ja auch noch Sinn. Naja, nee, das, da habe ich jetzt keinen Bedarf, dass ich das mache. Ich kann es nur erklären. Also das ist klar, das ist das Upgrade, das Base Upgrade. Dann habe ich hier meine Slot Upgrades. Steht auch drin. Nee, steht leider nicht drin. Upgrade Nummer 4 müssten, glaube ich, 64 sein. Das könnten, glaube ich, 32 sein. Das 16 und das, glaube ich, 8. Bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, wir gehen mal nochmal nach vorne. Halt, nein, wir gehen nicht nach vorne. Wir machen nämlich erst noch den da. So. Jetzt gehen wir nach vorne. Fortune Upgrade. Ah, okay. Ja. Kann ich erklären. Habe mich wirklich eingelesen. So, man hat ja hier sozusagen zwei Slots drin. Das heißt, okay, man sollte vielleicht dann sich doch 2 bauen, sehe ich gerade. Das heißt, hier kann ich jetzt dann machen Blöcke. Und mit dem, wenn ich den rausnehme, dann kann ich wieder ein Table benutzen. Also ich muss einfach nur den rausziehen. Ganz einfach. So, was habe ich jetzt hier drin? Also ich habe noch Speed Upgrades, die gibt es jetzt auch noch. Dann heißt es, das Ding arbeitet noch schneller. Wie gesagt, man hat 2 Slots. Das Slot Upgrade heißt, wenn ich den jetzt hier reinpacke und ich habe jetzt da unten drunter keinen Hopper oder Pipes oder whatever, dann packt er mir hier nur ein Ingot rein und es ist Feierabend.
Wenn ich jetzt dann das Slot Upgrade Nummer 1 reinmache, glaube ich, kann ich bis zu 8 rein. Dann, wie gesagt, hier 16. Dann, ich vermute, 32, 64. Kann auch mehr sein. Das weiß ich leider nicht. So, dann das Redstone Upgrade. Wenn man hier reinpackt, dann kann man hier sozusagen das Ding mit einem Schalter aus- und anmachen. Auch interessant. Dann habe ich hier ein Fortune Upgrade. Das Fortune Upgrade ist, wie man es hier so schön lesen kann, man hat eine 30%ige Chance, Triplication Rate for Ore Crusher. Also, das geht aber, nee, der geht hier gar nicht, den geht nur für den Ore Crusher. Also, der ist nicht für den, hier geeignet. So, dann habe ich das Basin Upgrade, das haben wir gerade geklärt. Und dann haben wir, wie gesagt, noch das Speed Upgrade, um schneller Fuel Import zu machen. Also sobald man aber hier von meiner Meinung nach eine schnelle Pipe von Mechanismen oder sonst was hat, dann ist die Pipe eigentlich schnell genug. Es kann höchstens sein, dass die Maschine schneller arbeitet. Das müssen wir aber rausfinden. So, genau. Dann hat man hier die Crushed Ores, die sind klar. Dann gibt es noch sozusagen jetzt ein Solid Fuel. Ich weiß gar nicht, kann man das auch normal in einen Ding packen? Smells 200 Items. Oh, okay. Das macht man mit Aluminium, Gunpowder und Kohle. Und dann hat man davon 8 Stück. Also wenn man sich vorstellt, ne, das sind 1600 Ticks und das sind jetzt 40.000 Ticks. Und das kriegt man 8 Mal raus, verzichtet man gern auf Aluminium, bin ich der Meinung. Vor allem das Zeug weiß man sowieso nicht, was man tun soll, bis jetzt. Dann die Fuel Input Machine. Ich vermute mal, dass die den Fuel einfach nur in die Maschine haut. Kann man meiner Meinung nach mit dem Hopper auch machen. Ja, den Smart Output kennt man. What a beautiful block. Also wenn man nicht mehr weiß, was man mit den Netherstars machen soll, macht man sich das. Und dann gibt es noch den Ore Crusher. Das ist klar. Also der macht sozusagen aus einem Erz 2 Pulver. Und wie gesagt, mit dem schönen Fortune Upgrade macht man dann noch mal 30%ige Chance mehr. So, und dann haben wir hier noch eine Stirling Engine. Das ist das, dass man ein bisschen Strom noch generieren kann aus Tinkers. Was meiner Meinung nach aber noch keinen Sinn macht. Oder vor allem nicht mehr. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir gehen jetzt mal schnell und schauen bei den Mechanismen nach. Ich merke schon wieder, die Folge wird heute wieder extra lang. Das weiß ich jetzt schon. So nach so 35 Minuten. Ja, noch so viel zu machen. Und zwar, ich möchte ja dieses, also ich brauche einmal den Energy Tablet. Dafür brauche ich jetzt Enriched Alloy. Ich glaube nicht mehr. Aber ich glaube, oben habe ich 8 Stück laufen lassen. Die habe ich noch nicht geholt. Dann heißt es jetzt, ich brauche 3 Gold und 4 Redstone. 3 Gold. 4 Redstone, jawohl, habe ich. Dann habe ich schon mal mein Energy Tablet. Aber ich brauche kein Tablet, sondern ich brauche den Konfigurator. Dafür brauche ich dann nochmal 3 und ich brauche noch einen Lapis und einen Stick. Lapis kriege ich hier. Ach, ich habe noch 41 Stück einstecken. Passt. Stick habe ich auch. Dann schauen wir mal, dass wir das Alloy haben. Aber dann brauche ich nur noch nämlich meine Pipes bauen. Dann bin ich nämlich glücklich. Ja. So, okay, also davon habe ich jetzt 8 Stück einstecken. So, und dann heißt es jetzt, du machst jetzt erstmal den da. Und dann machst jetzt du den da und ich habe meinen Konfigurator. So, deswegen habe ich auch die Pipes und den Tank wieder eingepackt. Au, danke. Du willst mich daran erinnern, dass ich weiß, warum, dass ich dich abbauen will. Mhm. Danke. So. Wir hauen das jetzt dahin. Und das heißt, jetzt, wenn ich es jetzt rausziehen will, kann ich es rausziehen. Ist das nicht schön?
bin begeistert. So. Das heißt, wir haben jetzt die Mechanical Pipe. Das heißt, wir brauchen jetzt noch zu guter Letzt die Transport Pipe. Die Pressure macht momentan keinen Sinn, aber die, Transport Pipe macht auf jeden Fall Sinn. Die Basic Logistik, das heißt, ich brauche jetzt das Ding. Ich brauche Redstone und Osmium. Dann, ja, jetzt lass mich runter. Danke. So. Redstone. Einen und Osmium. Du bist Osmium. Danke fürs Gespräch. Denn wir möchten ja noch den nächsten Mod freischalten. Ich möchte gerne noch den einen Platz, der wohl noch frei ist, befüllen, bevor die Folge vorbei ist. Ja. So, also, das heißt, du kommst jetzt da rein. Das heißt, du kommst da rein. Und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge soweit sind, dass wir Energie erzeugen vielleicht sogar können. Das wäre doch mal was Schönes, oder? So, das heißt, jetzt nehme ich Item Pipes. Weil wir möchten das ja dann auch gleichzeitig mit machen. Dass wir jetzt dann, wenn wir alles umbauen, auch dann Automation mit reinziehen. Oder wenigstens die Pipes soweit verlegen. Automation machen wir zusammen. So. Wie gesagt, das ist eigentlich nur immer die Wartearbeiten. Ja, weil ich möchte zum Beispiel demnächst wieder mehr Mana produzieren. Das heißt, ich muss ja die ganze Zeit, weil ich da hinten ja noch nichts automatisiert habe, immer wieder die Kohlblöcke reinschmeißen. Genau. Am besten jetzt auch Kohlblöcke nehmen, weil ich es gesagt habe. So, Stahl und du kommst dann in die Mitte. So, und dann haben wir jetzt auch noch ganz normale Basic Logistic Pipes. Ich bin begeistert von mir selber. Ja. Vor allem, wie gesagt, wenn ich dann das Lager jetzt dann auf die richtige Position gezogen habe, dann, ja, dann macht es halt auch Sinn. So, du kommst weg, weil ich möchte hier noch Fackeln hinmachen. Genau, mach mal die Tür zu, wenn ich noch draußen bin. So. Dann haben wir das auch. Dann kann ich jetzt noch mal ein Stückchen Kuchen essen, bevor ich ins Bett gehe. Was total Sinn macht. Ja. Und am nächsten Morgen wieder mit Hunger aufwachen. Mhm. Oder einen unruhigen Schlaf haben, weil man was gefuttert hat. Ja, ja. Gut. Dann heißt es jetzt. Aber wir gehen jetzt mal nicht zum Mechanismus, sondern ich habe ja da eine Möglichkeit. Und zwar als allererstes, ich habe jetzt Strom. Ja? Das ist ja mal was Schönes. Dann heißt es jetzt für mich, ich gehe jetzt mal hin und habe mein Universalkabel. Und ziehe mal mein Universalkabel nach unten. So. Dann heißt es jetzt, dann kommen jetzt die Maschine und die Maschine dahin. Und die nächsten zwei Maschinen, die wo ich jetzt bauen will, kommen jetzt daneben hin, weil ich möchte den Burner Chaos noch machen. Das heißt, ich brauche hier jetzt Advanced Mechanism. Und zwar der Automatic Cleaner.
So, dann heißt es nämlich jetzt für mich. Ich gehe mal schnell, bis ich den Tank umbaue. Zieh dich ab. Und ich zieh dich auch ab. So, und dann heißt es jetzt für mich Basic Mechanical. Mechanical, genau. Das da. Da ist jetzt noch keine Flüssigkeit drin. Immer noch keine Flüssigkeit drin? Das wäre jetzt natürlich dumm, wenn das nicht gehen würde, ne? Wieso kannst du das nicht rausziehen? Mach mich nicht schwach. Ich glaube, ich muss da noch eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen. Und zwar Add Mechanism und Tank. Das heißt, ich brauche 4 Eisen und 4 Redstone. Aber wenn es nicht geht, ne, dann hänge ich da einfach nur die Pipe noch ein bisschen weiter. Dass dann mein Mechanism-Tank gefüllt wird, weil der kann's. 4 Redstone brauche ich. Danke. Ja, und der hätte auch noch einen Vorteil, dass ich da keine Pipe mehr dran brauche. So, wenn ich dich jetzt daneben stelle, da passiert gar nichts. Okay. Wenn ich jetzt dich da hinstelle, da wirst du befüllt, das ist sehr nett. Dann habe ich jetzt mir hier meinen Ender Tank. Doch nicht, okay. Funktioniert das nicht? Jetzt seht ihr gerade ein Fragezeichen in meinem Gesicht. Das verstehe ich gerade nicht. Okay, das ist nur ein Anzeigebug. Mal wieder. Hurra, noch ein Anzeigebug. Aber das Ding ist voll. Passt. So. Kann ich wegtun? Kommt da auch weg? Macht ja keinen Sinn, dass ich den da lasse. Weil den kann ich nämlich auch so anschließen, ne? Sehr schön. Okay, dann brauchen wir jetzt das ist jetzt der Rock Cleaner. Rock Cleaner. Dafür brauche ich jetzt einmal Advanced Power Component. Das heißt, ich brauche ein Basic Control Circuit. Gott sei Dank. Aha, ich habe schon was gesehen. Verdammt. Actually Additions.
Coal. Das. Das ist aus dem Grinder. Pulverizer, Squeezer. Gibt sowas nicht? Mechanism. Coal. Ah, der Charcoal-Block ist aus Mechanism. Warum sehe ich den jetzt erst? Wir sind wieder eine Runde schlauer. So, aber ich sehe hier keinen Dust von der Kohle. Rock Cleaner. Ja, es ist Kohle. Jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege. So, was brauche ich noch? Ein Cauldron. Das ist alles kein Problem. Und für das Ding habe ich auch alles dabei. Nein, habe ich nicht. Ich brauche noch 6 Stahl. Hahaha, ich habe keinen Stahl mehr. Yay! Falls ich mal gedacht habe, es geht voran. Nein. Habe ich jetzt Blei mitgenommen? Genau. Blei, das neue Eisen. Ich bin gerade auch irgendwie froh, dass ich diesen einen Turm da, den, wo ihr da hinter mir seht, noch nicht umgebaut habe. Bei den, die ich jetzt nochmal umbauen müssen. Ja, also, ich habe das, dann gehe ich mal jetzt nach vorne. Ich werde den finden. Früher oder später. Ich finde, das Ding schaut cool aus. Ach, ist es schön, dass ich mir jetzt hier laufen kann, ohne Angst zu haben, dass ich da runterkomme. So, das heißt, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche den Squeezer. Ich habe mal gedacht, dass er da draußen ist, aber ich war mir nicht sicher. Zählst du als Cobblestone? Yay. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche da Kohle drin. Pfosten habe natürlich Charcoal mitgenommen. Hätte mich bestimmt gleich wieder genervt, gewundert, warum das die Scheiße nicht funktioniert. Ja. Ich sitze vorm PC. Warum es nicht funktioniert. So. Danke fürs Gespräch dann. Ist darum, dass ich einen schnellen Weg noch habe, dass ich nicht Treppen latschen muss. Es wird schon wieder dunkel. Ich bräuchte einen Schlafsack, wäre super. Aber da denke ich nur im Schlafsack schlafen. Bei GTA auch so. So, also. Dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, weil ich glaube, das letzte Mal hat es nicht funktioniert, weil ich Charcoal verwendet habe. Ich glaube, ich wollte doch auch. Oder nee, ich wollte da was anders machen. So, ich habe jetzt Pulverized Coal. Ja, ich kann die Maschine natürlich nicht bauen, weil so. Naja, klar, ich habe überhaupt keinen Stahl dabei, weil ich ihn erst mache. Hahaha. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Naja.
geht nicht, die Tür klemmt. Dann nimm den Kamin. Geht auch nicht, das steckt der Witz von gestern. Für alle, die wir noch nicht kannten. 9 Stück. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt das, dann brauche... Nee. Das wird zu schön. Vor allem, wenn ich dann mal irgendwann... Ich hab nämlich festgestellt, ich habe einige Speed-Upgrades, die, wo ich mir extra fleißig gebaut habe. Ja, die habe ich schon längst. Die liegen halt vorne in der Kiste. Aber da schaue ich halt nie nach. Da sind die restlichen 6 Stück drin. Also da ist der Mechanismus, die Maschine die Sachen verliert. Haben wir jetzt somit auch geklärt? Nein. Weil sonst hätte ich sie schon längst eingesammelt. Ich habe die Maschine ja umgebaut. So, also. Das heißt jetzt, wir nehmen jetzt das da, dann machen wir das da. Dann nehme ich jetzt als nächstes das da. Dann habe ich jetzt den Cauldron, dann habe ich den da. Andersrum. Jetzt brauche ich noch 4 Stahl. Und ich glaube, das wird die Folge nichts mehr mit. Wir machen die Quest fertig. Weil das ist mir wichtiger, dass ich jetzt das Zeug fertig mache. So, dann habe ich jetzt den Rock Cleaner. Den stelle ich jetzt auch mal an den Strom dran. So, dann heißt es jetzt für mich. Ich brauche... Das sowieso. Ja, klar. Vorhin wollte ich ihn nach oben haben. Da ging es nicht. Jetzt will ich ihn auf die Seite haben. Jetzt macht er mir nach oben. Du willst mich doch verarschen. So. Ich schaue mal. Aber weil er ist voller Wasser. Deswegen wollte ich die Maschine ja eigentlich bauen. Nur deswegen. Ja, nee. Vor allem, ich muss dieses blöde Becken da unten nicht mehr verwenden. Hoffentlich. Das heißt jetzt, ich brauche... Brauche jetzt für die Quest. Brauche dieses Chaos-Ding da, ne? Dirty Chaos. Genau, Rock Cleaner macht es auch. Wir schauen mal, was das bringt, was das kostet, was das so Schönes macht. Dann heißt es nämlich, ich habe jetzt da auch einen Sinn und Zweck dafür gefunden, das reinzulaufen. Jawohl. Ist das nicht schön? Mir gefällt's. Wie viel brauchst du so? Nicht so wenig. Okay. Ich brauche für die Embers a Burnt Chaos Pylon. Brauche den dafür. Brauche den Block of Quartz. Brauche ich dann noch 3? Brauche 6 Stück davon. Richtig, jawohl. Und ich brauche noch Obsidian, ne? Ja. Aber das ist auch kein Problem. Es wird eher das Problem, dass ich von dem Chaos vielleicht zu wenig habe. Ja, aber jetzt kann ich auch mal hingehen und sagen, okay, wir waschen jetzt alles langsam durch. Und dann kann es auch sein, dass das da separat woanders hinkommt.
dass das dann automatisch dann gleich richtig umgewandelt wird. Dirty Quartz, das nehme ich gleich mit. Habe ich noch was da? Nein. Einen, ja. Komme ich nicht hier weit. So, aber in der Zeit kann ich dann mir die Lava holen. Jetzt meine Kiste, das heißt, ich kann jetzt mal die Pipes, das ganze Graffel hier wegschmeißen. Dann nehme ich mir die damit. Ich brauche wie viel? Dafür brauche ich zwei, dafür brauche ich vier. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall sechs Stück. Die Idee mit dem, ich lasse den Tank da, verwerfe ich. Ich nehme den Tank mit. Brauche sogar mehr als in den Tank reingeht. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Mist. Und jetzt ist mir auch noch das Blaze Powder ausgegangen. Yay! Ja, und wenn ich kein Heat anmache, dann werde ich dann nie was kriegen. Das heißt, ich gehe nochmal schnell nach vorne, hole mir schnell nochmal Blaze Powder. Bisschen, was habe ich noch? Das Lustige wird, ich muss alles, was ich da vorne jetzt aufgebaut habe, dann sozusagen nach da hinten auch noch transportieren, weil das hat ja auch nichts mit. Das hat nichts mit Pflanzen zu tun, ne? Weil die ganzen Felder für die, wie heißen sie, Mystical Agriculture, muss ich ja auch machen. Also das kommt ja auch noch dazu. So. Davon haben wir jetzt da was drin. Dann nehme ich die jetzt auch noch mit. Dann machen wir die Hitze davon ja aus. Wir hoffen. Diesmal nehme ich aber Kabel mit. Will nicht wieder Pistons verwenden, vor allem weil es ein halber See wird. Schauen wir mal. Der Tank kommt dahin. Am besten jetzt reinfallen und verbrennen. Den Tod bin ich noch nicht gestorben. Noch. Ich brauche sechs Stück, habe ich gesagt, ne? Genau. Der ist leer.
Das sind jetzt 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6, 12, 18. Das heißt, ich brauche noch zwei Eimer Lava. Die hole ich mir noch. Und dann habe ich das hoffentlich auch erledigt. Dann habe ich es doch noch in die Folge gepackt. Es wird halt dann der nächste Rekord werden. Wenn ich natürlich genügend Chaos-Material habe. Chaot. Eigentlich müsste ich die Dinger scheißen. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er. So, und das ist auch noch der da. Und das ist auch noch der da. So, dann nehmen wir jetzt mir den Kabel. Meinen eigenen Zeh gebastelt. Und auf einen Schlag ein Obsidian fertig. Müsste auch mein Quarz fertig sein. Wenn nicht irgendwas schief gelaufen ist. Okay. Jawohl, jeder Quarz 64 Stück einstecken. So, dann machen wir mal die fertig. Und das machen wir hinten wieder im Lager. So, du kommst dahin. Was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche jetzt für denen, ich brauche 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann kommst du jetzt dahin, dann heißt es, ich brauche jetzt dich. Ach nee, ich brauche ja erstmal Enriched. Haha. Genau. Und darum bin ich ja auch der Meinung, dass ich es nicht schaffe. Und Glowstone brauche ich auch noch. Ja, 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Das heißt, ich brauche jetzt für Enriched oder für das Chaos-Ding. Das Dirty Chaos. Und da habe ich eine 6,3%ige Chance. Mit Compress. Achso, bei Compressed Stone. Das ist doch schon mal schön. Habe ich einen Stack da? Habe ich. Dann hätte ich jetzt gesagt, eiskalt. Wir probieren's. Noch. Ich habe da mal so eine Vermutung. Nein, er hat gehalten. So, ich wollte nur gucken. Das war jetzt ein ganzer Stack. Und wir haben 3 Dirty Chaos bekommen. Alles klar.
Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich werde bis zum nächsten Mal genügend Dirty Chaos produzieren, dass wir unsere Pylonen bauen können. Werde noch Mana produzieren für mich und werde noch natürlich ein bisschen die neue Base ausbauen. Genau, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Ich würde mich drauf freuen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.